wird das Gebet angenommen hinter einer Person, die eine Erneuerung praktiziert? Ich habe bereits am Anfang eine Grundregel genannt, und zwar die Person, dessen Gebet gültig ist, so ist das Gebet hinter dieser Person auch gültig. Ja? Und diese Frage ist sehr allgemein, denn die Erneuerungen kann man aufteilen in verschiedene Arten hinsichtlich dieser Frage in zwei verschiedene Erneuerungen. Einmal eine Erneuerung, die eine Erneuerung ist, die aus der Religion herausführt. Und einmal eine Erneuerung, die eine Erneuerung ist, die nicht aus der Religion rausführt. Und die Erneuerung, die aus der Religion rausführt, so darf man natürlich nicht hinter einer Person beten, die diese Erneuerung praktiziert. Aber die Erneuerung, die nicht aus der Religion rausführt, so darf man im Allgemeinen hinter dieser Person beten. Ja, das Gebet hinter dieser Person ist gültig. Beispielsweise eine Person, wie auch vorhin schon gefragt wurde, nach dem Gemeinschaftsgebet macht diese Person den Dhikr zusammen in der Gemeinschaft. Ja, ist eine Erneuerung. Ist das Gebet hinter der Person deswegen ungültig? Nein. Aber auch hier, wie gesagt, eine sehr wichtige Sache. Wenn man eine Moschee von der Sunna sozusagen in der Nähe hat, dann sollte man natürlich dorthin gehen, ja, um diese zu stärken. Aber wenn jetzt eine Person keine andere Moschee in der Nähe hat, es gibt zum Beispiel in der Stadt nur eine einzige Moschee, soll sie dann gar nicht mehr in der Moschee beten? Ja? Außer, wie gesagt, es ist eine Erneuerung, die aus der Religion rausführt. Dann natürlich nicht dort beten. Komm, Mutter, die Bahn, ja.